Michael Stipe im gleichnamigen Lied. Bereits 1987 haben R.E.M. diesen Titel herausgebracht, lange vor der Corona-Pandemie. R.E.M. sind keine Propheten, dafür reicht alleine ein Blick auf die Strophen, in denen es um seltsame Weltuntergangsszenarien und Geburtstagsfantasien geht. Aber gerade der Refrain des Liedes spricht mich in der jetzigen Situation besonders an. Weil es sich eben so anfühlt, als würde unsere Welt, wie wir sie kannten, nicht mehr länger so existieren. It's the end of the world as we know it. Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen, heißt es im Refrain. Und dann kommt die für mich wichtigste Zeile. And I feel fine. Und ich fühle mich gut. Denn dieses Gutfühlen traut man sich nicht mehr angesichts der globalen Ereignisse. Mehr als 170.000 Infektionsfälle und mehr als 7.700 Tote gibt es allein in Deutschland zu beklagen. Weltweit sind es schon mehr als 4,2 Millionen Infizierte und mehr als 290.000 Tote. Gesundheitssysteme und Pflegepersonal geraten an ihre Grenzen, die Arbeitslosigkeit steigt und vielen Menschen droht ein wirtschaftlicher Ruin. Auch in meinem privaten Umfeld haben viele Existenzängste. Dennoch ist diese Zeit nicht nur negativ, sie zeigt auch viele positive Seiten. Man hat mehr Zeit, auch füreinander. Das sogenannte Social Distancing ist keines. Im Gegenteil, es ist nur eine physische Distanz. Sozial rückt man meiner Erfahrung nach näher zusammen. Nur eben über andere Kommunikationswege, über Mail, Telefon oder Messenger. Kontakte und Freundschaften werden wieder mehr gepflegt. Der Umgang miteinander ist generell freundlicher geworden. Überall erblühen kreative Möglichkeiten, um trotz der Distanzmaßnahmen noch Nähe zu spüren. Es ist eine andere Welt, als wir sie kennen, aber es muss keine schlechtere sein. Ich glaube an Gott, aber ich glaube auch an die Evolution. Und deshalb glaube ich auch, dass der Mensch sich anpassen kann an diese veränderte Welt, dass er sich in ihr zurechtfinden und sich auch irgendwann in ihr wohlfühlen kann. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht, heißt es im zweiten Brief an die Korinther. Uns nicht zu ängstigen oder zu verzagen, ist nun das Wichtigste. Uns an die derzeitige Situation anzupassen und sie zu akzeptieren, ist notwendig. Wir müssen dafür nicht nur Herz und Solidarität füreinander zeigen, sondern wir müssen auch einen kühlen Kopf bewahren. Uns jetzt von Verschwörungstheorien einlullen lassen. Uns hineinzusteigern in einen falsch ausgeprägten Wunsch nach Freiheit. Und die Aufhebung von Schutzmaßnahmen gegen alle wissenschaftlichen Erkenntnisse zu fordern, wäre falsch. Denn auch wenn wir uns nicht komplett wohlfühlen mit dem Status quo, so müssen wir doch Vernunft walten lassen. Wenn nicht für uns, dann doch wenigstens für andere. Denn alleine die Nächstenliebe sollte uns dazu veranlassen, unsere Mitmenschen nicht der Gefahr auszusetzen und womöglich durch unseren Leichtsinn einer Virusinfektion auszusetzen.